Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren und liebe Freunde des Debattierens. Hallo hier aus Prag und herzlich willkommen zum diesjährigen Landesfinale von Jugend debattiert in Tschechien. Mein Name ist Maja Konstantinovic. Ich bin die Projektleiterin von Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa und ich werde Sie heute durch die Veranstaltungen geleiten. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders als sonst. Sonst treffen wir uns alle in einem großen Saal und können uns alle sehen. Und ich kann Sie auch sehen. Also auch für mich ist es ziemlich anders heute. Aber diese neue Technologie hat auch viele Vorteile. Also wir sind froh, dass überhaupt dieses Jahr ein Landesfinale stattfinden konnte. Und beziehungsweise stattfinden kann. Die Schülerinnen und Schüler haben sich online vorbereitet, haben online trainiert und haben auch schon die Landesqualifikation und das Halbfinale online absolviert. So viel Neues es auch gibt, manche Dinge bleiben beim Alten, wie zum Beispiel, dass auch andere Leute hier sprechen und wir jemanden haben, der ein Grußwort spricht. Ich freue mich deshalb, hier bei mir begrüßen zu dürfen, vom Goethe-Institut Herrn Dr. Knut Noke, den Leiter der Spracharbeit in der Region Mittelosteuropa. Hallo Knut, herzlich willkommen. Hallo Maja, danke für die Begrüßung und ich glaube, ich bin jetzt dran und freue mich, dass ich ein paar Worte sagen kann zu Jugend debattiert in Tschechien. Liebe Debattantinnen, liebe Debattanten, liebe Schülerinnen und liebe Schüler, liebe Lehrerinnen und liebe Lehrer, liebe Jury, die wollen wir nicht vergessen, und liebes Projektteam, damit bist du zum Teil gemeint. Und der Rest befindet sich im Hintergrund und hat schon schwer gearbeitet. Ich begrüße zu dieser Veranstaltung nicht als ein Kollege des Goethe-Instituts, sondern ich begrüße zu dieser Veranstaltung als jemand, der für die Partner spricht, für die Partner, die dafür sorgen, dass dieses Projekt seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich läuft und hoffentlich noch viele Jahre auch erfolgreich laufen kann. Ich bin auch zum ersten Mal, Maja hat es gesagt, im digitalen Raum unterwegs. Ich habe es sonst eigentlich lieber, wenn mir die Menschen analog gegenüber sitzen und ich weiß dann auch, wer da ist. In diesem Moment weiß ich nicht, wer mir zuschaut. Deshalb werde ich ab und zu eine Hoffnung formulieren müssen und ich denke, das wird auch funktionieren. Ich begrüße also im Namen der vier Partner, die dieses Projekt seit vielen Jahren unterstützen. Und das ist zum einen die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen. Vielleicht, oder ich hoffe, kommt eine der ersten Hoffnungen. Ich hoffe, dass Frau Stefani vielleicht in Berlin zugeschaltet ist. Vielleicht ist Frau Dr. Steffen dazu geschaltet. Herzlich willkommen in der Runde. Ich begrüße auch im Namen der gemeinnützigen Hertie-Stiftung und hoffe, dass Herr Kemmern zuschaut. Von der Hertie-Stiftung kommt eigentlich die Idee zu diesem Wettbewerb. Ich begrüße auch im Namen des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der das Projekt Jugend debattiert in Tschechien unterstützt. Hoffe, dass Frau Ernstberger vielleicht an der Mattscheibe sitzt oder vielleicht auch Herr Jelinek. Wenn alle die, die ich genannt habe, am Bildschirm sind, dann wäre ich schon ganz zufrieden, denn dann würden wir sehen, es funktioniert und die vier, die dieses Projekt unterstützen hier in Tschechien, sind dann auch wirklich anwesend. Und fürs Goethe-Institut begrüße ich natürlich auch. Jo, ich habe gesagt, ich begrüße zu einem Projekt, das es seit vielen Jahren gibt, das wir seit vielen Jahren unterstützen und ich will es auch ganz kurz machen. Tschechien ist Gründungsmitglied seit 2005 dabei und hat gemeinsam mit Polen dieses Projekt begonnen und mit dem Projekt, mit jedem Projekt verfolgt man Ziele und diese Ziele sind für uns zum Ersten, dass wir Kommunikation üben, so würde ich das nennen. Grammatik steht hier im Hintergrund. Also wenn irgendjemand heute sagt, ich treffe dir anstelle von ich treffe dich, ist das überhaupt nicht schlimm, weil die Grammatik ist nicht das, was uns heute bewegt. Uns bewegen kommunikative Fähigkeiten, zum Beispiel das Debattieren, so wie wir das in diesem Projekt seit vielen, vielen Jahren tun.
Es geht uns um eine Debattierkunst. Es geht uns in diesen Tagen vielleicht besonders wichtig auch um Zuhören. Zuhören ist ganz besonders wichtig. Zuhören hat etwas damit zu tun, dass ich Achtung und Respekt demjenigen zolle, der mir gegenüber sitzt, der mir zuhört, mit dem ich versuche, ein Problem zu lösen. Und die Probleme, die wir bei Jugend debattiert insgesamt seit vielen Jahren diskutieren, sind immer Probleme, die eine gesellschaftliche Relevanz haben. Und so ist es auch heute mit der Migrationsthematik. Was wir noch üben, ist Flexibilität mit diesem Projekt. Ich sage immer, Jugend debattiert ist irgendwie eine Medaillenkunde. Und ich meine nicht, dass es da um Gold, Silber oder die Bronzemedaille geht, sondern ich meine damit das deutsche Sprichwort, dass jede Sache oder jede Medaille zwei Seiten hat. Und genauso ist es bei Jugend debattiert. Jeder Debattant muss sich zu seinem Thema auf Pro und Contra vorbereiten, die zwei Seiten, die möglich sind zu diskutieren. Insofern, und weil man es auch kurz vorher erst erfährt, ist es etwas, was wir sehr schätzen, nämlich Flexibilität, sich in die Position des anderen hineinzuversetzen. Zum Schluss, wir küren heute zwei tschechische Siegerinnen. Gewinner sind alle, die teilgenommen haben. Das ist für uns ganz wichtig, immer wieder zu betonen. Jeder, der teilgenommen hat, jeder, der heute im Finale ist, ist ein Gewinner. Geplant war, dass wir uns alle analog treffen in Berlin. Das wird jetzt etwas modifiziert stattfinden und auch digital. Aber so ist es in diesen Zeiten, wo wir noch ein bisschen mit den Ausläufern des Coronavirus zu tun haben. Und ich hoffe, dass diese Zeit dann auch irgendwann, und das tut es ja mittlerweile auch mehr und mehr, dem Analogen weicht. Ich möchte an der Stelle ganz zum Schluss nochmal den Projektpartnern danken. Der ZFA, auch Herrn Hochfeld, wenn er mit am Apparat sitzt. Ich danke den Lehrerinnen und Lehrern, die vorbereitet haben. Ich danke allen Schülerinnen und Schülern, die teilgenommen haben. Ich danke dem JDI-Team vom Goethe-Institut, also Maja, die Sie kurz schon gesehen haben, aber auch Daniel, Jan und Katka. Und dann wünsche ich zuletzt uns allen eine gute Debatte und ich freue mich auf diese Debatte und wünsche ganz zuletzt der Jury gute Nerven und eine gute Hand. Dankeschön. Danke für das Grußwort. Bevor wir zur Debatte kommen, erkläre ich noch einmal kurz die Regeln, denn bei Jugend debattiert gibt es sehr strikte Regeln. Wir debattieren und sprechen nicht alle durcheinander. Die meisten von euch wissen das schon, vielleicht ein bisschen weniger gut als die Debattanten und Debattantinnen, die wir heute sehen. Deshalb erkläre ich noch einmal kurz, wie die Debatte bei Jugend debattiert funktioniert. Jede Debatte bei Jugend debattiert ist in drei Teile geteilt. Es gibt eine Eröffnungsrunde. In der Eröffnungsrunde spricht jeder Debattant, jede Debattantin 2 Minuten lang. Die Eröffnungsrunde hat auch eine festgelegte Redereihenfolge. Zu Beginn spricht Pro 1, danach Contra 1, dann Pro 2 und dann Contra 2. Wenn Contra 2 geendet hat, nach 2 Minuten, jeder 2 Minuten Zeit, kommen wir zu dem zweiten Teil der Debatte, der freien Aussprache. Die freie Aussprache dauert 12 Minuten und ist, wie der Name schon sagt, frei. Es gibt also keine Redereihenfolge und die Debattantinnen und Debattanten können ganz frei sprechen. Danach folgt die Schlussrunde. In der Schlussrunde hat wieder jeder Debattant und jede Debattantin Zeit, seine Position noch einmal deutlich zu machen, und zwar für 1 Minute. Die Redereihenfolge in der Schlussrunde ist die gleiche wie die in der Eröffnungsrunde. Wir haben jetzt schon gehört, dass die Zeiten ziemlich festgelegt sind. Normalerweise haben wir bei Jugend debattiert dafür noch einen Zeitwächter. Aber da wir jetzt alle vor unseren Computern sitzen und auch die Debattantinnen und Debattanten vor ihren Computern sitzen, haben wir den Zeitwächter für heute abgeschafft und lassen diese Arbeit den Computer machen. Das typische Glockengeräusch werden wir aber trotzdem hören, und zwar, so wie wir es gewohnt sind, 15 Sekunden vor Ablauf der Redezeit.
und dann zweimal, wenn die Redezeit abgelaufen ist. Jetzt wissen wir schon die Regeln, wir wurden begrüßt. Die einzigen, die fehlen, damit die Debatte stattfinden kann, sind die Debattantinnen und Debattanten. Hallo an euch alle, ich freue mich, euch zu sehen. Ich stelle euch der Reihe nach vor. Und zwar fangen wir an mit auf Position Pro 1 debattiert heute Johanna Kosova aus dem Gymnasium Na Pratice in Prag. Hallo Johanna. Auf Position Contra 1 debattiert heute Jan Michner vom Thomas-Mann-Gymnasium in Prag. Hallo Jan. Auf Position Pro 2 hören wir heute Jaroslav Preis vom Gymnasium FX Schaldi in Liberec. Hallo. Und auf Position Contra 2 ist heute Sofia Susova, auch vom Gymnasium FX Schaldi in Liberec. Herzlich willkommen. Hallo. Herzlichen Glückwunsch noch einmal an euch alle vier. Ihr seid die vier Besten dieses Jahrgangs bei Jugend debattiert in Tschechien. Ihr habt schon eine tolle Leistung vollbracht. Ihr habt euch freiwillig zu einem Online-Wettbewerb angemeldet, habt online trainiert und habt es soweit geschafft. Also jetzt schon herzlichen Glückwunsch an euch vier. Damit ihr wisst, von wem ihr überhaupt bewertet werdet und damit wir am Ende wissen, wer der Sieger dieses Jahr ist, brauchen wir natürlich auch eine Jury. Die Jury besteht aus 5 Leuten, wie immer. Wir sehen sie jetzt schon. Die Juryvorsitzende ist heute Anke May. Anke May ist Projektlehrerin in Deutschland und begleitet den tschechischen Wettbewerb schon von Anfang an. Und kommt öfter auch mit ihren Schülern hierher nach Deutschland, genauso wie tschechische Schüler öfter zu ihr nach sie kommt hierher nach Prag und die tschechischen Schüler gehen nach Deutschland. Hallo Anke. Die Jury, die sonst relativ lokal ist, kann dank des Online-Wettbewerbs dieses Mal sehr international sein. Und die erste Jury, das erste Jurymitglied, das international ist, ist Kadri Mürsep. Sie ist Projektalumna aus Estland. Hallo Kadri, wir freuen uns sehr, dich zu sehen. Aus Projektalumna aus Tschechien und den Wettbewerb auch schon lange unterstützend ist Klara Ostrčilová. Hallo Klara. Ein anderes internationales Alumni-Mitglied ist Gregor Ferenc. Er unterstützt das Projekt auch schon seit Jahren. Er ist Projektalumnus aus Slowenien. Und dann haben wir noch eine weitere tschechische Projektalumna, die letztes Jahr mit mir auf der Bühne gestanden hat und das Finale moderiert hat, Denisa Ivanovova. Hallo Denisa. Dann sind wir soweit. Liebe Finalistinnen, liebe Finalisten, fühlt ihr euch bereit? Seid ihr gut gelaunt und vorbereitet? Dann würde ich jetzt die Debatte, die diesjährige Finaldebatte in Tschechien eröffnen. Das Debattenthema lautet: Soll Tschechien mehr Flüchtlinge aufnehmen? Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und vor allem auch ganz viel Spaß bei der Debatte. Seit dem Jahr 2015 steht Europa die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg gegenüber. Menschen flüchten nach Europa aus verschiedenen Gründen, wegen dem Krieg, politischer Verfolgung, Verstoß der Menschenrechte oder Armut. Die Mehrheit der Flüchtlinge kommt aus Syrien, wo schon 8 Jahre ein brutaler Bürgerkrieg stattfindet. Nach der Entscheidung der EU im Jahr 2015 sollte jedes Land eine konkrete Quote von Flüchtlingen das Asyl geben. Tschechien hat diese Maßnahmen abgelehnt. Deshalb werden wir uns heute mit der Frage, soll die Tschechische Republik mehr Flüchtlinge aufnehmen, befassen. Zusammen sollten sich die
27 Mitgliedstaaten im Jahr 2015 die Flüchtlinge aus Flüchtlingslager teilen, damit die Situation in Italien und Griechenland erleichtert wird. Tschechien sollte damals in diesem Mechanismus ca. 1600 Personen aufnehmen. Obwohl diese Zahl im Vergleich zu unserer Bevölkerung nicht so groß schien und schon in Tschechien aufgebaute Flüchtlingslager waren, wie zum Beispiel in Vyšní Lhoty, lehnte unsere Regierung diese Maßnahme ab. Nicht nur, dass diese Entscheidung unseren Ruf in der EU zerstört hat, sondern auch wurde Tschechien von der Europäischen Union zu Gericht in Luxemburg gebracht. Wir denken, die Tschechische Republik sollte nachträglich die Hälfte der Quote einhalten. Und zwar sollte sie 800 Flüchtlinge, vor allem Familien mit Kindern, aufnehmen. Wenn sich diese Maßnahme positiv und ohne große Probleme beweisen würde, könnte Tschechien noch mehreren Flüchtlingen Asyl geben. Wir sind dafür, dass die Tschechische Republik Flüchtlinge aufnimmt, damit sie zeigt, dass sie solidarischer Staat ist, der seine Verantwortung zusammen mit anderen Staaten der EU tragen kann. Also, guten Tag. Ich werde erstmal ein paar Fragen an der Pro-Seite stellen. Erstmal, wer sind eigentlich diese Flüchtlinge? Wie werden sie definiert? Wer definiert, wer ein Flüchtling ist? Dann, woher werden diese Flüchtlinge kommen? Soll ich weitergehen, oder? Ja. Woher werden diese Flüchtlinge kommen? Weil es gibt Flüchtlinge von vielen verschiedenen Orten. Zum Beispiel diese Flüchtlingskrise von dem Jahr 2015 war am meisten diese Staaten von Syrien und Nordafrika. Aber es gibt Flüchtlinge zum Beispiel auch aus Ukraine. Also welche von diesen, so woher würden diese alle Flüchtlinge stammen? Und ja, dann auch, woher werden wir diese nehmen? Also wenn wir die von den anderen europäischen Ländern also annehmen, die schon irgendwelche Flüchtlinge an ihrem Gebiet haben, oder werden wir irgendwelche neue Flüchtlinge einfach einladen und denen Asyl geben? Meiner Meinung nach ist mehr Flüchtlinge in die Tschechische Republik einzunehmen nicht ganz politisch möglich, weil die tschechische Öffentlichkeitsmeinung ist sehr niedrig und tschechische Leute wollen die einfach nicht hier. Laut der Zeitung Hospodářské noviny, die hatten eine Umfrage gestellt und laut dieser Zeitung haben 70% Tschechen abgelehnt die Idee, 15 Sekunden noch? Ja, abgelehnt die Idee, mehr Flüchtlinge einzunehmen, und deshalb stelle ich mich heute dagegen. Okay, also wir haben uns heute gesammelt, um die Frage zu diskutieren, soll die Tschechische Republik mehr Flüchtlinge aufnehmen? Ich würde jetzt gerne deine Frage beantworten, und zwar, wer eigentlich ein Flüchtling ist. Flüchtlinge, das sind Personen, die aus politischen, religiösen, wirtschaftlichen oder ethnischen Gründen aus ihrer Heimat geflohen sind. Ganz genau betrifft dies diesmal vor allem Flüchtlinge aus Syrien, aus Nordafrika und ähnlichen Gebieten. Denn letztendlich schon in unserem Land nehmen wir regelmäßig auf Menschen aus Armenien, Usbekistan oder Ukraine. Letztes Jahr war das mehr als 2000. Also ich würde das gerne auf Menschen aus Syrien beziehen und ähnlichen Ländern. Weiterhin hast du gefragt, wohin wir eigentlich diese Flüchtlinge nehmen. Und da denke ich, dass wir diese Flüchtlinge aufnehmen sollten, die schon mit Flüchtlingen überfüllt sind, sozusagen. Und dies betrifft Griechenland, Deutschland, Schweden oder auch Türkei. Dann würde ich gerne auch nachdefinieren, was eigentlich genau aufnehmen heißt. Aufnehmen heißt Schutz und Unterbringung einer Person aus dem Land, die bestimmten Kriterien erfüllt. Diese Kriterien können sein Beweis des Herkunftes, Alters und auch Bestimmung des Zweckes der Flucht. Was die Aufnahme angeht, würde ich mich gerne mit einem Zitat identifizieren von dem Außenminister Tschechiens Tomáš Petříček. Meine persönliche Haltung ist, dass wir die Flüchtlingskinder, in unserem Fall die Flüchtlinge, aufnehmen sollten. Das aber ohne Kameras und Fotos mit Politikern. Man sollte das ohne Hysterie auf beiden Seiten lösen. Es sollte ein humanitärer Akt sein und keine PR-Aktion. Für mich ist wichtig, dass wir in der Europäischen Union bestimmte Pflichten haben. Und einer von diesen Pflichten sind die Quoten.
die wir erfüllen sollten. Und deshalb denke ich, dass es wichtig ist, die Flüchtlinge aufzunehmen. Also wir sind uns einig, dass eine Veränderung getroffen werden sollte, also mit den Flüchtlingen. Ihr seid aber dafür, dass wir eine Quote von Flüchtlingen annehmen und das deswegen, weil wir die Situation in der Europäischen Union von der Tschechischen Republik verbessern wollten. Wir sind aber dafür, dass eine komplexere Lösung nötig ist. Also wir fragen euch, wäre es nicht besser, die Situation in dem Land zu lösen, weil Quoten lösen diese Situation nicht. Diese Quote würden auch nicht die Situation der Tschechischen Republik in der Europäischen Union verbessern, denn die Europäische Union will nicht mehr die Quoten. Also das ist nicht mehr ein Ziel von der Europäischen Union. Wir fördern also eine komplexere Lösung, die zum Beispiel gemeinsames europäisches Asylsystem vertritt, wo es für alle Länder annehmbarer ist. Und wir fragen euch auch, was werden wir in Zukunft machen, wenn es noch mehr Flüchtlinge gibt? Denn es werden immer mehr Flüchtlinge geben wegen Klimawandel und so weiter. Wir stecken jetzt in einer ökonomischen Krise. Also diese Krise ist von den Extremisten leicht ausnutzbar. Dazu, wenn wir wissen, dass 81% der Menschen gegen die Aufnahme der Immigranten ist, und wenn wir dies zusammenstellen, könnte dies zu einer Katastrophe führen. Denn die Extremisten könnten diese Situation sehr leicht ausnutzen. Deswegen sind wir dafür, dass wir ein System, das für alle annehmbar ist, entwickeln. Wir sollten auch die Vereinbarung mit der Türkei verlängern. Wir sollten auch mehr an die Zukunft denken, wenn Assad den Krieg zum Beispiel gewinnt. Und deswegen wollen wir, dass wir zum Beispiel in Syrien ein Gebiet behalten, wo die Flüchtlinge bleiben sollen. Und deswegen bin ich dagegen, dass Tschechien mehr Flüchtlinge aufnehmen sollte. Also du hast gesagt, dass diese Konvention nicht mehr gültig ist. Aber wir sagen, dass es immer noch viele Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern in Griechenland oder in Italien gibt. Und diese Menschen leben in wirklich schlechten Lebensbedingungen. Und wir denken, dass wir ihnen Asyl geben sollen, weil sie auch Menschen sind. Und sie sollen nicht in so einen gefährlichen Lebensraum leben. Ja, ich kann dir hier zustimmen, dass in Europa immer noch ziemlich viele Flüchtlinge sind. Und sehr viele sind auch in Deutschland. Da gibt es 1,2 Millionen Flüchtlinge. Oder da sind 1,2 Millionen Flüchtlinge eingekommen. Und schon Hälfte von diesen arbeiten jetzt, laut den Server Novinki.cz. Aber viele Flüchtlinge wollten nach Deutschland und Deutschland wollte die Flüchtlinge. Aber in der Tschechischen Republik, wenn wir in dem Jahr 2016 erstmal Flüchtlinge von Griechenland annehmen sollten, dann sind da drei von dem Flüchtlingscenter im Griechenland weggelaufen, sodass sie nicht nach Tschechien transportiert werden. Und das ist mehrmals gefahren. Auch wir haben mehr Flüchtlinge genommen, es waren 140 armenische Flüchtlinge. Und 25 von diesen haben den Asyl aufgegeben und sie sind nach Deutschland abgelaufen. Okay, also ob ich es gut verstanden habe, dann hast du gesagt, dass eigentlich die Flüchtlinge nicht wirklich in Tschechien sein wollen. Und auch die Sophie hat hier gesagt, dass die tschechische Öffentlichkeit eigentlich dagegen ist. Da kann ich leider nicht zustimmen, denn natürlich, laut einer Umfrage von CVVM, wie du gesagt hast, sind 81% der Tschechen dagegen. Wir müssen mal aber auch andere Statistiken sehen, und zwar, dass man sieht hier eine Verbesserung, denn vor einem Jahr waren 68% der Gefragten dagegen eigentlich, gegen Flüchtlinge aus militärischen Gebieten, also die von Militär von betroffen wurden. Doch heutzutage ist dies 63. Vergessen können wir auch nicht, dass die Initiative Češi Pomáhají hat schon 200 Familien gefunden, die bereit sind, Flüchtlingskinder in ihre Familie anzunehmen. Also dass die Ablehnung der tschechischen Bevölkerung gegen Flüchtlinge da ist, stimmt.
aber dies wird immer noch besser. Und ich muss auch sagen, dass Tschechien zwar zurzeit kein Ziel ist, aber wenn wir mehrere Flüchtlinge aufnehmen würden, würden Kommunitäten gebildet, mehr Verständnis in unserem Land, wodurch Tschechien ein Ziel der Flüchtlinge sein könnte. Ich stimme mit dir teilweise zu, aber das beantwortet immer noch die Frage, dass dies keine komplexe Lösung ist. Wir haben schon mehrmals die Quoten abgelehnt und ich glaube, dass auch die Politiker die Quoten nicht mehr haben wollen. Und deswegen stellen wir uns eher ein anderes System vor, das heißt damit europäisches Asylsystem, das auch für die gewisse Grad 4 annehmbare sollte. Also ich würde noch dazu sagen, dass Asyl ein Grundrecht in der Europäischen Union ist und das ist wegen dem Abkommen über Rechtsstellung der Flüchtlinge im Jahr 1951 in Genf die Tschechische Republik auch unterschrieben hat. Und das bedeutet, dass wir irgendwie das Recht oder kein Recht haben, das Asyl den Flüchtlingen nicht zu geben. Da muss ich dir nicht ganz zustimmen. Wir haben nach dieser Konvention kein Recht, die einfach abzulehnen und wieder irgendwo anders verschicken. Wir müssen die einen Asylbewerbung oder den müssen wir ihnen geben, nicht ein Asyl. Für den gibt es diese Bewerbung und erstmal dann, wenn unsere Republik zustimmt, dass sie für Asyl also gut sind, dann erst bekommen die Asyl. Aber dazu würde ich auch sagen, dass es kommen einfach nicht viele. Wir müssen diese Asylbewerbung ihnen geben, wenn sie nach Tschechien kommen. Aber wieder, die wollen nicht nach Tschechien. Von selbst sind fast keine nach Tschechien gekommen, aber nach Deutschland Millionen. Okay, also natürlich, um einen Asyl zu bekommen, ist es notwendig, um einen Asyl erst zu bewerben. Aber das Problem ist, die Flüchtlinge haben nicht wirklich eine Möglichkeit, sich um ein Asyl zu bewerben, da die tschechische Öffentlichkeit so dagegen ist, eben auch die Regierung, und komplett ablehnen dieses. Aber ich glaube, in diesem Falle würden wir uns einfach im Kreis drehen und deshalb ein neues Argument einführen. Und zwar, in vielen Ländern, auch in Syrien, sind die Menschen, was die Schule angeht, was die Ausbildung angeht, ist das natürlich nicht so entwickelt. Aber es sind auch da Menschen, die ausgebildet sind, das sind Fachkräfte. Und wie in jedem europäischen Land gibt es einfach einen Mangel an Fachkräften bei uns. Und ich glaube, an Aufnahme von Flüchtlingen könnte dazu führen, dass wir einen Brain Gain hätten, was heißt, hätten wir mehrere Fachkräfte, was uns natürlich und unserer Entwicklung unseres Staates helfen würde. Du hast also gesagt, dass wenn wir die Flüchtlinge aufnehmen würden, dass sie ein Brain Gain erfahren würden und so die Arbeitslosigkeit und Fachkräfte geben würden. Aber wir können nicht daran vergessen, dass wir auch die Situation in den Ländern, in den jeweiligen Ländern vergessen können. Also wenn alle Fachkräfte aus Syrien beginnen, werden sie Brain Drain erfahren und das ist auch nicht für das Land, das ist für das Land sehr schlecht. Und auch für die globale Welt, weil wenn wir nur ein paar Länder, die reich sind, haben, dann ist es natürlich schlecht. Und wir sollten diese Spaltung zwischen den Ländern, zwischen den Reichen und zwischen den Armen wegtun. Da würde ich gerne noch kurz reinspringen. Und zwar, du hast recht, dass wenn eigentlich wir dann die Flüchtlinge aufnehmen werden, und zwar die Fachkräfte, dann das Land, das Heimatland, verliert eigentlich diese Fachkräfte, was natürlich dann die Entwicklung bremst. Und ich stimme dir zu. Aber wir müssen es nicht vergessen, dass eine Aufnahme heißt nicht, dass der Mensch in dem Land für immer bleibt. Es ergibt sich auch die Möglichkeit, dass ein Flüchtling hier beispielsweise studiert, ein gewisses Wissen hier bekommt und dann kann er auch zurückkehren in das Heimatland, hier das Wissen nutzen. Und das könnte natürlich Entwicklung des Heimatlandes also helfen. Neue Unternehmen, ja. Und man kann auch natürlich aus beispielsweise Tschechien dann natürlich Geld zurückschicken, was auch Kapitalströme sind, die dem Land helfen könnten. Ja, wenn ich noch kurz was sagen kann, dann
ist es so, dass wir eigentlich nicht nur auf die Immigranten, aber das ist genau unsere Meinung, dass wir das Problem komplex lösen sollten. Also sie können nicht zurückkehren, wenn da noch der Krieg ist. Also wir sollten mit Russland, mit Assad verabreden oder dass die Menschen da bleiben können. Ja, du sagst, dass die dann das Geld zurückschicken können, aber wohin, wenn es dann in Syrien niemand mehr leben kann? Ja, dazu würde ich noch sagen, wenn wir jetzt diese Flüchtlinge einnehmen und die hausen, wir müssen ihnen, also die haben hier eigentlich nichts. Wir müssen ihnen also die Studium geben, wir müssen die irgendwelche Hausung geben und auch etwas zum Essen geben. Aber woher kommt das Geld? Die Tschechische Republik ist jetzt in einem von den größten Haushaltsdefiziten von der Historie von unserem Landes. Und es gibt auch viele tschechische Bürger, die jetzt keinen Job haben, die haben jetzt Geldprobleme. Und jetzt werden wir sozusagen investieren in Leute, die gar nicht von Tschechien sind, anstatt tschechische Bürger zu helfen. Weil es kostet ganz viel, wenn wir diese Flüchtlinge einnehmen und denen einfach alles geben müssen, bis sie dann auch, wie du es gesagt hast, wieder wegfahren mit all dieses Geld sozusagen. Also ich würde sagen, dass Tschechien nicht jetzt in der Lage ist, dass sie oder dass das Staat so wenig Geld hätte, dass sie nicht 800 Menschen helfen könnte. Aber wir haben noch nicht über die Sittlichkeit gesprochen. Und ich denke, dass das auch ein großes Aspekt ist, dass unser Land beweisen kann, dass wir auch eine so solidarische Gesellschaft sind, die nicht nur für sich selbst sorgt, aber auch den anderen helfen kann. Und das, glaube ich, ist auch ein sehr wichtiger Grund. Ja, aber wir glauben, dass das Annehmen der Flüchtlinge eigentlich den Flüchtlingen nicht so viel helfen würde. Und die Frage ist, was wir in der Zukunft dann machen werden, wenn noch mehr Flüchtlinge kommen. Weil die Europäische Union hat nicht die Vereinbarung mit der Türkei verlängert. Und das heißt, dass wenn Assad in Syrien gewinnt, dann werden noch viel mehr Flüchtlinge kommen. Und ich glaube, dass wir uns eher auf diese Situation und auf die Lösung der Situation in Syrien konzentrieren sollen und nicht auf das, wie viele Immigranten wir annehmen. Sophie, also du hast gesagt, dass eigentlich wir sollten uns mehr auf die Heimatländer konzentrieren. Da liegt eigentlich das Problem und Migration heißt nur, dass immer mehr Migranten kommen würden. Und ich stimme dir da teilweise zu, denn wir müssen vor allem auch sich konzentrieren darauf, dass wir die Probleme in den Heimatländern lösen. Aber ich glaube, es wäre möglich, einfach beides zu machen. Zwar die Probleme in den Heimatländern zu lösen und gleichzeitig auch Flüchtlinge aufnehmen, die dann genau später zurückkommen. Dann sind wir natürlich bei dem Argument zurück, wie der Jan gesagt hat, dass sowas viel Geld kostet. Und das stimmt, es kostet Geld. Es ist eine Investition, die eigentlich nicht vielleicht zurückkommt, aber es könnte doch zurückkommen damit, dass die Länder, dass die Menschen dann zurückkehren, eigenes Wissen da nutzen in dem Land. Der Land wird sich entwickeln, eines Tages zu solcher Lage, dass die Flüchtlinge nicht mehr kommen müssen, da sie in einem guten Land leben. Wir müssen irgendwo ja anfangen. Ja, das klingt jetzt sehr schön. Ich würde es auch lieben, wenn es so einfach sein würde, dass alle nach Tschechien kommen, sich ganz gut integrieren und wir auch in dieser Zeit einen Krieg in Syrien lösen. Aber das ist einfach nicht realistisch, muss ich da sagen. Ich würde mich jetzt gerne an die tschechischen Bürger konzentrieren, die jetzt durch die Rezession, durch den Haushaltsdefizit, die haben jetzt auch selber Probleme. Und ich denke, dass wir erstmal sollten wir die Probleme von unserem Staat und unseren Bürgern lösen, anstatt die Probleme von der ganzen Welt. Heute haben wir in unserer Debatte mit der Frage, ob die Tschechische Republik die Flüchtlinge aufnehmen soll, befassen. Wir sind der Meinung, dass die Tschechische Republik die Flüchtlinge aufnehmen soll, damit sie beweist, dass sie ein
verantwortliches Mitglied der EU ist, das die Grundsätze der Union einhalten kann. Aber wir sollen das nicht nur wegen unserer Reputation machen, sondern auch wegen der Menschen, die vor Krieg oder anderer Gefahr nach Europa geflüchtet sind und in schrecklichen Bedingungen jetzt leben. Wir sind uns einig, dass es immer das Risiko gibt, dass etwas nicht perfekt geraten wird. Aber wir denken, man sollte dieses für Menschen und ihre Rechte eingehen, damit wir beweisen, dass wir wirklich ein verantwortliches Staat sind. Wir haben heute über die Frage diskutiert, ob die Tschechische Republik mehr Flüchtlinge einnehmen sollte. Wir könnten uns beidseitig sehr gut einigen, dass die Flüchtlingskrise ein Problem ist und dass es viele Flüchtlinge in Europa gibt. Die Kontraseite meinte aber, dass wir diese Krise nicht hier und jetzt lösen sollen, aber wo die Krise entstanden ist. Und wir könnten unserer Meinung nach nicht beides auf einmal machen. Meiner Meinung nach ist aber noch am wichtigsten, dass es unrealistisch ist, dass die Tschechische Republik, dass ein tschechischer Politiker jetzt sagt, dass wir mehr Flüchtlinge einnehmen und immer noch die nächste Wahl gewinnt, weil die Mehrheit von der tschechischen Öffentlichkeitsmeinung ist einfach dagegen, dass wir irgendwelche Flüchtlinge einnehmen. Und deshalb spreche ich mir heute dagegen, dass wir mehr Flüchtlinge einnehmen. Okay, also wir haben heute lange diskutiert über die Frage, soll die Tschechische Republik mehr Flüchtlinge aufnehmen? Beide Seiten haben interessante Argumente genannt und ich muss sagen, was mich überzeugt hat von der Kontraseite, ist, dass wir eigentlich die Probleme in den Herkunftsländern lösen sollten und in diesem Falle stimme ich zu, aber ich glaube, genauso wichtig ist es auch, wirklich die Solidarität zu haben, die Menschen aufzunehmen und ihnen eine Perspektive zu geben. Für mich ist weiter wichtig, in der Europäischen Union sind. Wir haben Rechte, Vorteile, Pflichten und Aufnahme der Flüchtlinge kommt dazu. Könnte auch dann schlimmer enden. Und deshalb spreche ich mich für die Aufnahme der Flüchtlinge in die Tschechische Republik. Also wir haben heute darüber debattiert, ob die Tschechische Republik mehr Flüchtlinge aufnehmen sollte. Wir sind uns einig, dass eine Vereinbarung getroffen werden sollte, aber ihr seid dafür, dass wir Quoten annehmen. Das ist einerseits wegen der Europäischen Union, damit unser Bild besser ist, und wegen den Menschen, damit wir Solidarität zeigen. Ich glaube, dass ihr aber ganz die Seite vergessen habt, und zwar, dass wir in einer sehr schlechten ökonomischen Situation sind, und zwar nach der Corona-Krise. Also, und dazu ist auch schlecht, dass 81% der Menschen dagegen sind. Wenn wir die sich zusammenstellen, könnte es zu Katastrophe führen, weil die Extremisten die Krisen immer sehr gut ausnutzen können. Deswegen stelle ich mich heute dagegen, dass die Tschechische Republik mehr Flüchtlinge aufnimmt. Das war die Landesfinaldebatte des Jahrgangs 2020 von Jugend debattiert in Tschechien. Herzlichen Dank und herzlichen Glückwunsch an alle vier Debattantinnen und Debattanten. Ihr konntet euch ja eure Positionen nicht aussuchen und musstet einfach mit so debattieren, wie die Positionen ausgelost wurden. Manche sind damit vielleicht mehr, andere weniger glücklich. Johanna, wie war das denn bei dir? Bist du mit der Position, auf der du heute debattieren musstest, durftest, zufrieden oder hättest du lieber kontra debattiert? Nein, ich war sehr zufrieden und so. Mir hat das Freude gemacht.
Das ist gut zu hören. Jan, bei dir gab es technische Probleme, aber du hast das super gemeistert. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Wie hast du dich denn heute in der Kontraposition gefühlt? Ja, eigentlich es war nicht die präferierte Position von meiner. Ich wollte an der Pro-Seite sein. Ich habe dafür viel mehr Argumente herausgefunden, wenn ich mich vorbereitet habe. Also das war nicht ideal, aber ich denke, es war nicht so schlecht, dass ich nicht argumentieren könnte. Ich würde es einfach nur präferieren ein bisschen. Ja, das ist verständlich. Man hat immer das Gefühl, dass es eine Seite gibt, auf der es mehr Argumente gibt, wenn man auf dieser Seite gerne selbst stehen würde auch. Jaroslav, wie war das denn bei dir? Bist du zufrieden mit der Position Pro 2 gewesen? Also bei mir ist es so neutral. Bei mir wären okay, glaube ich, alle Positionen, aber dann im Laufe der Debatte hatte ich das Gefühl, dass Pro 2 doch eine gute Position war und bin froh, dass ich die bekommen habe. Das ist schön. Und Sophie, wie ging es dir heute auf der Position Contra 2 als letzte Rednerin auch in der Schlussrunde? Ich muss zugeben, dass es für mich ein bisschen schwieriger war, weil ich eher Pro bin. Aber wie die Pro 1 das definiert hat, dann war es eigentlich nicht so schlimm. Das ist gut. Dann möchte ich euch nochmal meinen herzlichen Glückwunsch aussprechen zu der gelungenen Debatte heute. Ihr habt das super gemeistert und ich möchte mich noch einmal bei euch bedanken für eure Teilnahme. Ihr könnt euch jetzt entspannen und habt 30 Minuten Zeit, eine Pause zu machen. Und auch die Zuschauer und auch wir hier können uns entspannen und haben 30 Minuten Pause. Wer keine Pause hat, ist die Jury. Die wird jetzt erst anfangen mit ihrer Arbeit, beziehungsweise sie hat ja auch jetzt schon fleißig mitgeschrieben und hat jetzt 30 Minuten Zeit, um sich zu beraten, die Rückmeldungen für die Debattantinnen und Debattanten vorzubereiten und uns dann danach auch die Ergebnisse zu sagen. Also wir sehen uns wieder in 30 Minuten. Bis dahin. Herzlich willkommen zurück zum Landesfinale 2020 von Jugend debattiert in Tschechien. Die Jury hat sich inzwischen beraten. Die Ergebnisse liegen vor und wir sind ganz gespannt auf die Rückmeldungen. Dafür würde ich jetzt an Anke übergeben und sie um die Rückmeldungen bitten, sowie um die Bekanntgabe der Ergebnisse. Das tue ich gern. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir haben uns beraten. Es war eine eigentlich recht eindeutige Rückmeldung, die wir bekommen haben, nämlich zuerst werde ich die Gesamtdebatte bewerten und ihr hört dann eure einzelnen Rückmeldungen. Nicht nur den Umständen entsprechend, dass wir hier technisch doch sehr versiert sein müssen und auf vieles gefasst sein müssen, haben wir eine Debatte auf sehr hohem Niveau erlebt, ist das Thema doch auch nicht ganz einfach zu bearbeiten, scheuen sich doch auch zum Teil Politiker oder andere, diese Flüchtlingsfrage so offen und so zu debattieren. Also eine Teilen. Als Tipp für die Debatte möchte ich vor allen Dingen den Teil geben, dass wir, auch wenn wir sehr, sehr viele gute Hinweise bekommen haben, sehr, sehr viele Sachen erlebt haben, die unterschiedliche Ansätze hatten, die Tiefgründigkeit uns zum Teil ein kleines bisschen noch gefehlt hat. Wir wären erfreut gewesen, wenn wir von Einzelnen, das hört ihr dann noch in den einzelnen Rückmeldungen, die Details zu den Argumenten, die sie gebracht haben, Begründung, Argumente noch tiefgründiger betrachtet gesehen hätten. Und ich bitte jetzt, ich hoffe, das hat alles so geklappt, denn ich habe ein bisschen technische Probleme hier. Ich bitte jetzt um die erste Rückmeldung für Johanna von Clara. Liebe Johanna, ich habe jetzt eine Rückmeldung für dich.
Du hast in dieser Debatte die Position Pro-1 vertreten und du hast vor allem damit argumentiert, dass Tschechien als ein Teil der Europäischen Union solidarische Pflichten und Verantwortung hat, die wir auch in diesen Zeiten übernehmen müssen. Uns hat besonders gefallen, dass du in der Debatte sehr viel Sachkenntnis bewiesen hast, indem du die aktuelle Lage, die politischen Entscheidungen in Tschechien, aber auch die Grundrechte der Europäischen Union aufgegriffen hast. Somit hast du deine Position gut begründet und vor allem sachlich und dich sehr klar positioniert. Weiterhin hat uns gefallen, dass du vor allem deine Eröffnungs- und Schlussreden sehr strukturiert und übersichtlich gehalten hast. Ein Tipp für dich von uns wäre dann, dass du dich auch mit deinen interessanten und guten Argumenten mehr in der freien Aussprache beteiligst und dass du deine Eröffnungs- und Schlussreden immer mit einem Zielsatz abschließt. Damit zeigst du dem nächsten Debattanten, dass deine Rede zum Schluss ist und du wirkst dann auch allgemein überzeugender. Vielen Dank für deinen Beitrag zu dieser Debatte. Ja, lieber Jan, ich gebe dir jetzt die Rückmeldung. Und zwar möchte ich als erstes deine Eigenschaft oder deine Bereitschaft loben, dass du trotz technischer Schwierigkeiten dich nicht ablenken gelassen hast. Das hast du sehr gut gemeistert. Ferner möchte ich positiv anmerken, dass du mit sehr vielen Daten gearbeitet hast. Dein Gedankengang war klar, der war transparent, dem konnte man leicht folgen. Und außerdem hast du auch viele Fragen gestellt. Das war wichtig, denn diese Fragen haben dazu beigetragen, das Gesamtverständnis des Themas zu fördern. Als einen kleinen Tipp für die Zukunft möchte ich sagen, dass du keine neuen Argumente in der Schlussrede aufbringen solltest. Vielmehr bereitet sich oder ergibt sich die Möglichkeit dazu in der freien Aussprache. Konkret meine ich dadurch das Argument für die Wiederwahl der Politiker. Außerdem könntest du auch noch in der Zukunft etwas vielfältiger argumentieren, indem du vielleicht von dieser tschechischen Perspektive, die du übernommen hast, vielleicht ein bisschen abstrahierst und dir die interstaatliche Lösung ansehen könntest. Vielen Dank für deinen Beitrag. Lieber Jaroslav, meine Rückmeldung kommt jetzt zu dir. Und erstmal wollen wir sagen, uns hat deine Eröffnungsrede sehr gut gefallen. Du hast erstmal alle Fragen klar beantwortet und hast dann auch deine Vorrednerin ergänzt. In der freien Aussprache hat uns sehr gut gefallen, dass du nicht nur aktiv dabei warst, sondern du hast immer zugehört und bist genau darauf eingegangen, was deine Vorredner gesagt haben. Und du hast uns somit eine sehr gute Gesprächsfähigkeit gezeigt. Außerdem hat uns besonders gut gefallen, wie du deine Argumente immer mit zahlreichen Beispielen untermauert hast und erklärt hast und sehr gut mit den Quellen gearbeitet hast, indem du dein Sachkenntnis auch unter Beweis gestellt hast. Unser Tipp bezieht sich auf deine Schlussrede. Und zwar solltest du die Debatte nicht werten, was ja eigentlich unsere Aufgabe ist, sondern wirklich nochmal deine Argumente aufzugreifen und nochmal zu verdeutlichen, wieso du auch nach der Debatte auf deiner Position bleibst. Ansonsten vielen Dank für deinen Beitrag in die Debatte. Liebe Sophia, ich darf heute dir die Rückmeldung geben. Also du hast heute die Position Kontra 2 vertreten. Erstmal hat uns sehr gefallen, dass du deine Gesprächsfähigkeit unter Beweis gestellt hast, indem du sehr gut den anderen zugehört hast und immer angeknüpft hast. Also das sehen wir auf jeden Fall sehr positiv. Ebenso hat uns deine Idee mit deinem, also deinen Gegenvorschlag genannt. Du hast betont, dass eine komplexere Lösung notwendig ist und dass wir auch, dass man das Problem auch mit Hinblick auf Zukunft betrachten wollte, damit die Lösung auch dann nachhaltig ist. Somit hast du betont, dass man die Situation eher in den Ländern selbst verbessern sollte. Dabei wollten wir dir jedoch als Tipp mitgeben, dass du deine guten Ideen und wie auch diese Gegenvorschlag und Argumente noch genauer erläutern würdest und mehr in die Tiefe gehen würdest, damit wir einen klaren Übersicht über deine Gedanken kriegen. Vielen Dank für deinen Beitrag zu der Debatte. Dankeschön an meine Mitjuroren und meine Aufgabe soll es jetzt sein, dass
Ergebnis, das Endergebnis und damit die beiden Finalisten für das internationale Finale festzulegen und bekannt zu geben. Auf dem vierten Platz hat die Jury Johanna gesehen, die sicher bei einem nächsten Teil etwas mehr noch in der freien Aussprache von sich geben wird. Platz 3 war für uns Sophie, die, wir haben es gerade gehört, mit noch mehr Beispielen und konkreteren Hinweisen ihre nächste Debatte gestalten wird. Und damit liegen unsere beiden Finalisten und unsere beiden Plätze 2 und 1 bei Platz 2 Jan, der sich nicht so schnell aus dem Konzept bringen lässt, der sicher auch bei einer nächsten Online-Debatte wieder voll mit dabei ist. Und dann die Weitsichtigkeit vielleicht noch ein kleines bisschen vergrößert auf Platz 2. Und herzlichen Glückwunsch, Jaroslav, zu Platz 1 in der heutigen Debatte. Er hat selbst festgestellt, dass es viele gute Ansätze gab, soll daran weitergearbeitet werden. Herzlichen Glückwunsch allen vier. Das Ergebnis lag ganz eng beieinander. Wir gratulieren allen, die diese Debatten jetzt hier so über die Bühne gebracht haben, noch einmal ganz herzlich. Und damit stehen die Plätze fest. Und ich übergebe an das Team. Damit haben wir die Sieger des diesjährigen Jahrgangs von Jugend debattiert in Tschechien gefunden. Ich gratuliere ganz herzlich Jaroslav zu dem ersten Platz und auch Jan zum zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch. Normalerweise würden wir euch dann dieses Jahr im Herbst zum internationalen Finale in Berlin einladen. Aber wie so vieles hat das dieses Jahr leider nicht geklappt. Wir mussten das Finale, so wie wir es geplant hatten, in Berlin leider absagen. Es gibt Länder, in denen dieses Jahr überhaupt gar kein Finale stattgefunden hat. Deshalb wird es dieses Jahr bei Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa kein internationales Finale geben. Wir haben uns aber trotzdem etwas überlegt, was wir stattdessen machen werden. Es wird zwei Debatten geben, die wieder online übertragen werden. Die Jury wird dafür in Berlin sitzen. Wir werden uns trotzdem in Berlin treffen. Die Debattanten, da sie Schüler sind, werden online bei uns sein. Und es wird zwei Debatten geben, die dann aber nicht bewertet werden. Das ist quasi ein Jahresabschluss für dieses Jahr in unserem Wettbewerb Jugend debattiert in Mittelost- und Südosteuropa. Also ich freue mich, dass Jaroslav dann als der Vertreter für Tschechien in einer der zwei Debatten debattieren wird. Ich kann euch aber trotzdem sagen, dass wir weiterhin daran arbeiten, dass wir euch vielleicht doch noch zu einem internationalen Treffen einladen können, sodass ihr vielleicht auch die anderen Debattantinnen und Debattanten, die dieses Jahr in den anderen 13 Ländern im Wettbewerb debattiert haben, dass ihr die vielleicht noch kennenlernen könnt, was sehr schön wäre. Und wir hoffen natürlich, dass dann das internationale Finale, bei dem ihr dann als Alumnis mitfahren könnt, nächstes Jahr stattfinden wird. Sollte alles gut gehen. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich im Namen der Projektpartner von Jugend debattiert in Mittelost- und Südosteuropa bedanken. Vor allem bei dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der den Wettbewerb hier in Tschechien schon lange Jahre unterstützt. Vielen Dank. Vor allem bedanke ich mich aber bei den Leuten, ohne die dieses Projekt überhaupt gar nicht möglich wäre. Das sind alle Lehrerinnen und Lehrer, die Schüler schon seit Jahren oder vielleicht auch erst seit kurzem auf den Wettbewerb vorbereiten, die das Debattieren in ihrem Unterricht üben und die sich oft auch ihre freie Zeit dafür nehmen, um den Debattantinnen und Debattanten beim Wettbewerb zu helfen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Schulleiterinnen und Schulleitern,
die den Schülern ermöglichen, immer wieder nach Prag zu fahren oder zu Siegertrainings zu fahren. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen und allen Teilnehmern, die fleißig mitdebattiert haben dieses Jahr. Ich bedanke mich bei allen Alumni, die diesen Wettbewerb immer wieder unterstützen. Ich bedanke mich vor allem bei denen, die dieses Jahr hier in der Jury gesessen haben. Vielen Dank an die Jury. Ich weiß, dass es unglaublich schwierige Arbeit ist, sich lange zu konzentrieren und dann auch noch die schwierige Entscheidung treffen zu müssen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den zwei Koordinatoren hier in Tschechien. Einmal Jörg Hochfeld von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen und Daniel Wodraschka vom Goethe-Institut in Prag, die gemeinsam den Landeswettbewerb in Tschechien organisieren und koordinieren. Vielen Dank an euch beide. Damit ist das Landesfinale 2020 in Tschechien beendet. Ich wünsche Ihnen allen und euch allen noch einen schönen Tag und ich hoffe sehr, dass wir uns spätestens nächstes Jahr wieder in Prag beim Landesfinale 2021 wiedersehen. Auf Wiedersehen.